Bauen mit Stroh, Forstarbeit mit Pferden ein romantischer Rückschritt? Oder bringt uns das Altbewährte manches Mal den entscheidenden Schritt voran? Ihn zu wagen, dafür braucht es Mut und Menschen, die aus Überzeugung einen ungewöhnlichen Weg gehen, altes Wissen bewahren und damit besonders zukunftsfähig sind. In der Wesermarsch auf Hof Severns will Jan-Dirk Habers seine Kühe wieder so halten wie früher sein Großvater, draußen auf der Weide. Seine Kühe leben schon lange das ganze Jahr über im Stall. 350 Hochleistungsmilchkühe, die an kurze Wege und an reichlich Kraftfutter gewöhnt sind. Jede Kuh von Jan-Dirk Habers gibt 40 Liter Milch jeden Tag. Bis jetzt jedenfalls. Für uns ist heute ein besonderer Tag, weil wir die Kühe das erste Mal seit ungefähr 10 Jahren wieder raustreiben wollen. Wir haben uns dazu entschlossen, meine Frau und ich, dass wir unseren Betrieb auf einen Biobetrieb umstellen. Und jetzt sind wir sozusagen in dieser Umstellungsphase, wo wir denn das Weideprogramm mitmachen. Und im Rahmen dessen wollen wir heute die Kühe das erste Mal raustreiben und hoffen, dass das alles gut klappt. 350 Kühe nach 10 Jahren mal eben raus auf die Weide schicken, so einfach ist das nicht. Die Tiere kennen weder Regen, Sonne noch Wind und hatten noch nie weichen Wiesenboden unter den Füßen. Vor allem die Futterumstellung von Kraftfutter auf Gras könnte die Tiere mit ihren empfindlichen Mägen komplett aus der Bahn werfen. In Budjading haben wir ja eine Region, die relativ einmalig ist in Deutschland. Das heißt, die Wiesen werden eingezäunt durch Gräben, die über die Weser bewässert werden und entwässert werden. Und was sie nicht kennen, ist dieser Graben. Also das Rauslaufen, das wird das, glaube ich, nicht so sein. Aber es ist alles neu und sie werden rennen. Und wir hoffen einfach, dass sie auch erkennen, dass da ein Graben ist. Und Grasfressen kennen die, ehrlich gesagt, die meisten auch nicht mehr. Meine alten Kühe noch, aber das Gros kennt das nicht mehr. Jan-Dirk Habers war wie viele Milchbauern jahrelang in einer Zwickmühle. Nur durch Masse, also durch möglichst viele Tiere, konnte er den niedrigen Milchpreis ausgleichen. Jetzt wagt er den Schritt zum Weidemilchbetrieb und lässt seine Kühe raus. Zumindest an 120 Tagen im Jahr für mindestens 6 Stunden. Los! Für Milch von glücklichen Kühen auf grünen Wiesen zahlt der Verbraucher mehr. Außerdem hatte Jan-Dirk Habers in den vergangenen Jahren häufig das Gefühl, dass es auf seinem Hof eher so aussehen sollte. Das ist ja hier immer so gewesen früher. Das ist ja durch die Politik irgendwann mal anders entstanden, aber früher ist es immer so gewesen, mein Vater auch, die Kühe sind immer Tag und Nacht draußen gewesen, nur im Winter drinnen. Jetzt sind die Ställe natürlich schöner, als sie früher waren, aber wenn man da jetzt wieder zurückgeht und die Kühe dann auch später nachher wieder Tag und Nacht draußen hat, das ist einfacher vom Arbeitsablauf. Klar gibt es da wieder andere Sachen, wo man drauf aufpassen muss. Das Gras darf nicht zu alt sein, da soll ja auch noch ein bisschen Energie drin sein und das soll schmackhaft sein. Wir sind jetzt dabei, überall Ansaat mit Kleemischungen zu machen. Die sind dann wieder schmackhafter, die sammeln Stickstoff. Das machen wir, also darauf müssen wir jetzt achten sozusagen. Aber wenn man das alles macht, oder ist das nachher die einfachere, die ruhigere Art? Das ist auf jeden Fall. Weil Habers direkt am Hof über 400 Hektar Grünland besitzt, will er seinen Milchbetrieb jetzt komplett umkrempeln. Bis dahin müssen sich die Kühe und der Chef langsam auf ihr neues Leben umstellen. Den allerersten aufregenden Schritt haben sie heute gemacht.
überraschend gut. Ja, also ist, die freuen sich, die Kühe, aber es ist kein in den Graben gerannt. Also doch, bin schon ganz zufrieden, die Kühe glaube ich auch. Ja. Nach 2 Stunden haben die meisten Kühe verstanden, dass man das Gras tatsächlich fressen kann. Die Sache mit den Gräben klappt auch. Bleibt nur die Frage, ob sie noch genauso viel Milch geben. Auch im Wald lohnt sich der Blick zurück. Bei der Holzernte zum Beispiel. Am Königsberg in Bad Pyrmont hat Carsten Wüstefeld seine beiden Kaltblüter abgeladen und macht sich mit Wallach Arno an die Arbeit. Hallo, komm. Carsten Wüstefeld arbeitet im Wald mit 2 Pferdestärken und hat volle Auftragsbücher. Mit seinen Rückepferden, schweren Kaltblütern wie Arno, transportiert er gefällte Baumstämme aus dem Wald. Wie vor 100 Jahren. Die Arbeit mit den Pferden im Forst ist für ihn aber weder eine romantische Selbstverwirklichung noch ein Ökosplin. Ha, komm. Ha, ha, ha. Pferde haben beim Holzrücken unschlagbare Vorteile. Anders als Maschinen brauchen sie keine Wege und ziehen jeden Stamm geschickt aus dem Wald, sodass kaum nachwachsende Bäume verletzt werden. Und das ohne Lärm und Abgase, ganz in Ruhe. Komm. Zurück, zurück. Hot, 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 hot. Ha, ha, ha. Ha. Arnos 800 Kilo sind für den Waldboden kein Problem. Und statt Diesel und Öl braucht er nur Heu und Hafer. Hü. Hot, komm. Hü, hü, hü. Hot, komm. Hot, komm. Langsam. Ha. 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 Die alte Methode schont den Wald, eines der wichtigsten Ökosysteme, die wir haben. Der Wald filtert die Luft, speichert Wasser und liefert Holz. Der Schaden ist sehr gering. Fast, nach 14 Tagen weiß keiner mehr, dass hier einer drin gewesen ist. Ne? Auch wenn es feucht ist. Jetzt ist so alles trocken, aber auch wenn es richtig feucht ist. Philipp Klapper will in seinem Wald, dort wo es geht, in Zukunft auf schwere Maschinen verzichten. Der Förster hat hier am Königsberg zum ersten Mal Carsten und seine Pferde engagiert. Jetzt kommt der nächste Rallye-Fahrer. Das Gelände ist ja eigentlich gerade das, warum wir uns auch für ein Pferd entschieden haben. Also befahrbar ist es nun mal nicht. Wir müssten alles mit der Seilwinde machen, alles irgendwie seilen. Das wäre auch unwahrscheinlich aufwendig. Und von daher, warum dann nicht auch hier in einem anderen Verfahren, einem althergebrachten Verfahren mit dem Pferd die Chance geben? Und das Pferd packt das also von der Steilheit ziemlich gut. In einigen Tagen weiß Philipp Klapper mehr. Seit 30 Jahren hat die Försterei in Bad Pyrmont keine Pferde mehr eingesetzt. Zwei Kilometer weiter gleicht der Wald einem Katastrophengebiet. Im Januar hat Sturm Friederike hier gewütet. Mit alten Methoden kommt Förster Klapper auf diesen Flächen momentan nicht weiter. Hier hilft nur noch der Harvester. Mit mehr als 100 PS räumt die Maschine in diesem Waldstück auf. Wir haben also hier nur geschätzt, weil genau kann man das gar nicht so sagen, etwa 8000 Festmeter Sturmholz liegen, vorrangig in den Nadelbaumarten Fichte und Douglasie.
Und das wäre zum einen unwahrscheinlich zeitaufwendig, diese Massen von Hand aufzuarbeiten. Dazu extrem gefährlich. Und wenn man sich vorstellt, dass man da als kleiner Mensch in diesen haushohen Windwürfen steht, das ist wirklich absolute Lebensgefahr. Das Holz liegt also in Spannung. Und da überhaupt erstmal einen Anfang zu finden, geschweige denn also jeden Schnitt so sicher ansetzen zu können, dass einem nichts passiert, da ist die Maschine schon eine ganz große Erleichterung, was die Arbeitssicherheit angeht. So ein Harvester oder Vollholzernter kann sägen, schälen und stapeln. Die schweren Maschinen sind in fast allen Forstbetrieben im Einsatz und erledigen die Waldarbeit schnell und effizient. Philipp Klapper blutet beim Anblick der Spuren auf den schon sturmverwüsteten Flächen aber das Herz. Knappe 20 Tonnen wiegt der Harvester und der Maschineneinsatz im Wald bleibt nicht ohne Folgen. Bodenschäden haben Sie beim Holzrücken sowieso immer und das ist auch nicht reparabel. Es ist halt nur so, stellen Sie sich einen Schwamm vor. Sie haben einen Schwamm in der Hand, halten den unter den Wasserhahn. Der Schwamm saugt sich voll und Sie üben Druck aus in Form des Zusammenkneifens Ihrer Hand. Das Wasser läuft heraus. Boden reagiert und funktioniert ganz genauso. Heißt, der Boden speichert Wasser und in dem Moment, wo Sie Druck ausüben durch eine Maschine, verliert er das Wasser, kann es nicht mehr halten. Nur es war vor 30 Jahren zum Beispiel so, da ist man flächig gefahren. Heißt, man hat den Boden überall zerstört. Heute sagt man, okay, wir kanalisieren den Schaden. Das sieht natürlich auf dieser sogenannten Rückegasse, wo wir den Schaden kanalisieren, umso herber aus. Aber die Zwischenfelder, wo nicht gefahren wird, da bleibt das Bodengefüge intakt mit allen Mikroorganismen, Wasserspeicherkapazität und dergleichen. In der Lüneburger Heide hat das Bauen mit Stroh, Lehm und Holz eine lange Tradition. Fachwerkhäuser überdauern mühelos die Zeit und die natürlichen Materialien sind, wenn es um ein gesundes Wohnklima geht, bis heute unschlagbar. Einer, der mitten in Lüneburg noch immer mit diesen alten Materialien baut, ist Architekt Dirk Scharmer. Sein aktuelles Projekt hat es in sich. Hier am Lüneburger Speicherbogen baut eine 40-köpfige Mehrgenerationenbaugruppe mit zwei Architekten 19 Wohneinheiten. Moin. Ah, hallo. Na? Na? Ja, gut, dass du da bist. Wir haben gleich das erste Herausforderung. Ja. Auch wenn das wie eine ganz normale Baustelle aussieht, das Bauvorhaben ist eine kleine Sensation. Mitten in einem Lüneburger Neubaugebiet entsteht hier eine moderne Wohnanlage aus Holz, Stroh und Lehm. Das bisher größte Bauprojekt dieser Art in Deutschland. Was heute ist, ist ja erstmal der Holzbau, ne? Und das Typische am Holzbau ist, dass der vorgefertigt wird und dass der sehr exakt vorgefertigt wird. Das heißt, der ist im Grunde auf einen Millimeter genau alles vorbereitet. Und wenn der jetzt kommt und kommt auf so eine Betonsohle, also auf das Fundament, muss das zueinander passen. Seit Wochen arbeiten die Zimmerer schon an den Holzteilen, die hier zu zwei Häusern zusammengesetzt werden. Also das sind wahrscheinlich zwei Erdgeschosswände, die wir heute aufstellen werden. Die haben Fenster drin und da kommt später Stroh rein. Die stehen jetzt hintereinander. Und außerdem sind dahinter noch Innenwände, die schon mit Fermacell beplankt sind, also mit Gipsfaserplatten. Nachmittag sind die Vorarbeiten im Erdgeschoss abgeschlossen und die erste Holzwand wird auf den Mörtel gesetzt. Das Bauen mit Holz hat in Deutschland eine lange Tradition. Trotzdem ist Holz auf solchen Großbaustellen eher die Ausnahme. Und nicht einfach für die Architekten Dirk Scharmer und Stefan Seeger. Ja, man muss es wollen, denke ich letztendlich, wirklich mit gesunden Materialien arbeiten, weil die Industrie, die ist ja eigentlich vorherrschend auf dem Baubereich, die hat damit nichts am Hut, weil das ist für die nicht,
nicht händelbar, nicht eintaktbar. Deswegen ist natürlich dieser Gegenwind, den man über DIN-Normen, über Gesetzeslage bekommt, relativ groß, weil sowas ja, über Standards gemacht wird und auch über Lobbyistenarbeit, nennen wir es mal. Und von daher muss man wirklich so einen Baustoff, der eher ursprünglich ist und eher auch eine Besonderheit ist, muss man schon auch sich durchsetzen. Das ist, was du sagtest, im Grunde genommen in Teilbereichen wie Schallschutz, Statik. Das sind also Dinge, da muss man ein bisschen mehr nachdenken, weil es auch viele Handwerker und auch viele Fachplaner gar nicht so oft, das ist nicht deren Tagesgeschäft. Das Bauen mit Stroh und Holz kennt Dirk Schamer aus dem FF. Seit 20 Jahren baut der Architekt mit den altbekannten Materialien umweltfreundliche, moderne und gesunde Häuser. Also wir haben ja mit Holz einen Baustoff, der geschützt werden muss vor dem Wetter. Das ist auch nicht erst seit kurzem so, ist schon immer so. Und in der traditionellen Holzbau hat man dafür irgendwie konstruktive Lösungen gehabt. Und das, was wir hier tun müssen, ist, wenn den ganzen modernen Wohnansprüchen, ich sag mal Dachterrasse, ne, das heißt, ich führe sozusagen an eine aufgehende Dachgeschosswand, eine Dachterrasse ran, da ist Wasser. Also da muss man an solche Details sehr genau denken. Wie schütze ich das Holz vor Wasser? Wie mache ich das bei Dachterrassen, bei Balkonen und so weiter? Und sonst haben wir Dachüberstände natürlich, die das auch machen, den konstruktiven Holzschutz. Das sind die Dinge, die uns dann in der Planung ein bisschen mehr Arbeit machen. Dafür sind wir hier auf der Baustelle viel schneller. Ne? Wenn jetzt also quasi die Maurer anfangen würden, hier die Wände zu mauern, würden die richtig lange brauchen. In der Zeit haben wir zwei Häuser fertig im Holzbau. In Heiningen bei Wolfenbüttel fährt Jungbauer Theo Degener das Melkmobil auf die Wiese. Es ist Nachmittag und die Milchkühe der Degeners müssen pünktlich um 15.30 Uhr gemolken werden. Die Melker kommen raus auf die Weide zur Kuh und nicht die Kuh zum Melkstand. Das gibt es nur noch selten in Norddeutschland. Immerhin, statt Eimer und Schemel hat Theo eine kleine Melkpumpeneinheit samt Edelstahltank an Bord. Theo und seine Frau Frieda sind Anfang 20, haben zwei kleine Kinder und sich bewusst für ein einfaches Leben entschieden. Schön, Nadja. Theo, wie sollen wir das jetzt machen? Soll ich Gabriel, soll ich die Kühe dann? Ja. Soll ich den Gabriel dann hier lassen, weil ich dann in der Sonne laufe und du holst dann Wasser? Hm? Du holst dann Wasser für ihn? Ja, kann ich machen. Die 30 Kühe sind fast das ganze Jahr über auf großen, zusammenhängenden Weiden und kommen gerne zum Melkstand. Los, Karotte, lauf! Die meisten jedenfalls. Die Weiden sind weit entfernt vom Hof und so müssen die Degeners den Weg zur Herde machen. Die Milchkühe hier haben alle Hörner. Das Harzer Rotvieh war in der modernen Landwirtschaft eine Zeit lang nicht gefragt. Jetzt setzt sich die alte Nutztierrasse aber wieder durch. Komm rein mit euch. Komm, vorwärts. Rein. Diese Rinder sind genügsam und friedlich im Umgang. Komm weiter. Ja, die Kühe sind eigentlich immer entspannt. Da kann man sich stressen, wie man will. Und die Kühe gucken einen mal an und kauen wieder und denken sich. Thank you.
Das mobile Melken direkt auf der Wiese bedeutet wenig Komfort und viel Handarbeit. Frieda hat ihren Theo in der Ausbildung kennengelernt. Gemeinsam kümmern sie sich jetzt um die Milchwirtschaft auf dem Hof der Familie. Also ich habe erst vorgemolken in den grünen Melkbecher, habe ich die Milch rausgemolken, die ganz unten im Strich drin ist, weil dann gucke ich einmal, ob es gute Milch ist oder ob sie flockig ist oder Blut drin hat. Und dann mache ich sie sauber mit Holzwolle und Wasser und mache es trocken mit Holzwolle. Und dann hänge ich das Melkzeug an. Wir sind ja ein Demeterhof und bei Demeter müssen die Kühe auf die Weide. Das ist Vorschrift. Natürlich machen wir es auch, weil wir es wollen, nicht nur weil es Vorschrift ist. Ja, weil ich glaube, die Kühe gehören auf die Weide. Das sind ja, also Kühe laufen viel. Und ich finde, wie ein Mensch muss ja auch die Kuh, die Sonne und den Regen und das Gras spüren und soll sich ja auch selber suchen, was sie fressen möchte. Und nicht eine vorgesetzte Portion vor die Nase kriegen. Sie muss ja auch einfach, geistig fit bleiben. Echte Weidemilch. Für Theo und Frieda ist das kein besonderes Projekt, sondern vielmehr das logische Produkt ihrer Art der Landwirtschaft. Komm, geh mal raus. Zweimal am Tag bei Wind und Wetter fährt das Paar zum Melken raus. Ein anstrengender Job, der aber durch eine besondere Qualität belohnt wird. Jede Kuh hier gibt etwa 15 Liter Weidemilch am Tag. Damit haben die Degeners ihre Nische gefunden. Leben können wir davon schon. Also mein Vater macht das ja jetzt im Prinzip schon 30 Jahre. Er ist irgendwie immer durchgekommen. Und es wird immer mehr nachgefragt, eben diese natürliche Art und Weise der Milchviehhaltung. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir in die Richtung kommen, dass wir auf jeden Fall rentabler werden, weil wir immer mehr direkt vermarkten können und eben von unserem Kunden auch den Preis, den das kostet, eben auch verlangen können und von dem bekommen. Auch auf dem großen Milchbetrieb in Budjadingen ist Melkzeit. Die Kühe stehen heute Nachmittag zum ersten Mal seit dem Weideauftrieb wieder im Melkkarussell. Ein kompletter Durchgang mit 350 Milchkühen dauert. 80 Kühe pro Stunde schafft der Melker. Über den Transponder am Hals erkennt der Melkstand jede Kuh. Jan-Dirk Habers hat am Computer alle Daten über jede seiner Milchkühe im Blick. Welches Tier in welcher Gruppe lebt, wann und wie viel Futter es bekommt. Daten zur Gesundheit und natürlich die Milchmenge werden erfasst und im System ständig aktualisiert. Also ich erwarte, dass die weniger Milch geben, einfach weil die mehr Stress haben. Es ist für die völlig ungewohnt, draußen rumzulaufen. Und sonst sind wir unsere Kühe eigentlich darauf getrimmt, dass sie den ganzen Tag möglichst viel fressen. Und wenn sie nicht fressen, sollen sie sich hinlegen und ausruhen, um wieder kauen. Und jetzt sind die natürlich draußen rumgelaufen und haben viel getobt. In der Zeit haben sie nicht gefressen. Und sie mussten sich an das Gras erstmal gewöhnen. Das kennen sie auch nicht. Auch das Grasen als solches kennen die meisten auch nicht. Und deswegen gehe ich eigentlich fest davon aus, dass die Milch weniger werden müsste. Liter Milch gibt jede Kuh hier im Durchschnitt. Und ob Weidemilch oder nicht, der konventionelle Milchmarkt ist ein knallhartes Geschäft. Centbeträge und jeder Liter entscheiden mit darüber, ob Jan-Dirk Habers Idee eine Zukunft hat. Und bin ehrlich gesagt überrascht, wenn man jetzt hier mal gucken kann, morgens gibt die Kuh immer etwas mehr als abends, weil sie über Nacht ruhiger ist und weil die Melkzeit sich auf eine halbe Stunde verschiebt. Also von daher müsste sie morgens sowieso mal mehr Milch geben. Das ist immer so. Sie gibt heute Abend weniger als heute Morgen, aber genauso viel wie gestern Abend. Also das sind ganz kleine Unterschiede. Wenn das größere Unterschiede wären, dann würde man das im Melkstand auch sehen, dann würde da was aufleuchten. Aber die ersten 20, die hier jetzt durchgegangen sind, das ist eigentlich wie immer.
Am nächsten Morgen geht in Bad Pyrmont das Holzrücken am Königsberg weiter. Arno, komm. Komm. Einen Stamm nach dem anderen zieht Arno aus dem Wald. Der 6-jährige Percheron Wallach kennt jede Geste, jeden Befehl. Komm. Carsten Wüstefeld ist einer von gerade mal 10 Pferderückern in Niedersachsen und überall im Land im Einsatz. Komm. Fort, fort, fort. Komm. Erst vor einigen Jahren hat er sich für die Waldarbeit entschieden. Er ist mit Pferden aufgewachsen und bildet seine Kaltblüter selbst aus. Bei der Arbeit allein mit dem Pferd im Wald schätzt Carsten Wüstefeld, dass er sich auf seinen Kollegen voll verlassen kann, ohne viele Worte. Sehr gelehriges Pferd. Sehr gelehriges Pferd. Auch intelligent, ne? Also, er weiß, was er macht, ne? Fort. Ist eine gewisse Ruhe. Es ist ganz toll, ist für mich eigentlich das Schönste zu sehen, wie hier Mensch und Tier als Team teilweise ohne Worte zusammenarbeiten. Das Pferd horcht auf ein Kommando, wenn überhaupt eins erforderlich ist. Ansonsten sucht sich das Pferd selber seinen Weg, weiß, wo es langlaufen muss. Und das zu sehen, auch wie die Z-Bäume, also die Zukunftsbäume, die geschont werden sollen, da geschützt werden, das ist schon imposant zu sehen, dieses Zusammenspiel. Weil ein Pferd keine Wege braucht, können mit dieser alten Methode mehr Bäume im Wald wachsen. Die neue Generation, Förster wie Philipp Klapper, schaut genauer auf Nachhaltigkeit und auf die Qualität ihres Waldes. Trotzdem, auch im Forstbetrieb müssen schwarze Zahlen geschrieben werden. Wirtschaftlichkeit, das steht jetzt hier an der Stelle deshalb nicht ganz im Vordergrund. Das ist sowieso eine Erstdurchforstung, die ohnehin defizitär ist. Also diese Maßnahme kostet Geld, ob wir es maschinell oder mit dem Pferd machen. Die Frage ist nur, ist das Minus mit der Maschine so und mit dem Pferd so? Oder hält es sich ungefähr die Waage? Aber Versuch macht klug, wir testen es mal. Warum denn nicht, ne? Für Carsten Wüstefeld ist die Sache klar. Beim heutigen Stand der Technik ist es ein naturnaher Forstwirtschaft ohne Pferd eigentlich gar nicht möglich. Kurzfristig ist, sage ich mal, 20 Meter Harvester, Vorwahler, ist kurzfristig, kurz gedacht, nicht zu schlagen vom Preis her, von der Leistung her. Ist ja ganz klar. Der Kran passt das alles, deswegen 20 Meter, weil der Kran 10 Meter lang ist, der fast von jeder Rückengasse, in dem wir stand, holt das Holz raus. Ist unschlagbar. Da muss ich in Kauf nehmen, dass ich den Wald umbaue. Wenn ich das nicht will, weil eben der Boden wichtig ist, Wasser speichern und so weiter und so fort, dann komme ich meiner Meinung nach ohne Pferd gar nicht klar. Förster Philipp Klappe hat sich noch nicht entschieden, ob Pferde als Waldarbeiter für ihn in Frage kommen. Ha. Ha. 8 Wochen später. Auf der Baustelle in Lüneburg startet Thorsten Lent mit dem Einbau der Strohballen in die Außenwände. Der Rohstoff, die kleinen etwa 15 Kilo schweren Ballen, kommt vom Acker nebenan. Schon Ende des 19. Jahrhunderts haben Siedler in holzarmen Landstrichen Nebraskas Häuser aus Strohballen gebaut. In Deutschland sind Strohballen seit 2006 von der Bauaufsicht als Dämmstoff zugelassen. Wichtig ist noch, wenn wir mit Stroh bauen, müssen wir irgendwie so eine Zulassung erfüllen. Also das ist ja alles normiert. Und es gibt Regeln, nach denen wir Stroh einbauen müssen. Und die Regel besagt, dass wir, wenn das Stroh eingebaut ist, eine gewisse Rohdichte haben müssen. Das gibt dann die Norm. Und es ist so, dass wir die Ballen reinsetzen. Und bevor wir den letzten Ballen oben einsetzen, komprimieren wir das ganze Feld vor. Das machen wir mit Kettenzügen. Und dann können wir den letzten Ballen oder die beiden letzten Ballen oben einklappen.
Kettenzüge entspannen und dann haben wir im Laufe von 1, 2, 3 Wochen entspannt sich das langsam gleichmäßig im Feld und dann haben wir überall die gleichmäßige Dichte, die wir haben wollen. Genau. Kleine Löcher und Unebenheiten an den Ecken werden per Hand ausgestopft. Die Ballen dann paarweise eingesetzt und anschließend zusammengepresst. In jedes Feld der Außenwände passen exakt 2 Strohballen nebeneinander. Ja, das kriegen wir. Sicher? Der natürliche Dämmstoff boomt. Die Strohbauer sind Spezialisten, von denen es nicht viele auf dem Markt gibt. Thorsten lebt in Skandinavien und ist extra angereist, um hier mitzuarbeiten. Also es ist das größte Strohwohngebäude Deutschlands. Und ja, also man sieht, das ist Großbaustelle, wenn man so rumguckt. Und man kann sagen, also der Strohbau ist hiermit wirklich im normalen Wohnungsbau angekommen. Mit allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt und Stress, den das so mit sich bringt. Aber das ist für die Entwicklung vom Strohbau natürlich super. Weil dadurch wird es immer normaler, dass wir auch mit Stroh oder mit alternativen Baustoffen bauen können und auch wollen. Ja, guck mal, das passt gut. Das Besondere an Stroh ist, der Baustoff ist einfach schon da, ohne jeden weiteren Herstellungs- und Energieaufwand. Auch in puncto Wärmedämmung und Brandwiderstand kann es das Haus aus Stroh am Speicherbogen mit den meisten Fertig- und Massivhäusern aufnehmen. Unschlagbar ist die Ökobilanz. Also wir haben hier ungefähr 2,7 Quadratmeter Wandfläche und das ist der gesamte Abfall davon. Also wir haben kein Verpackungsmaterial und man könnte sogar so weit gehen und sagen, die verwendet man für irgendwas anderes auch nochmal. Also auch dafür gibt es im Garten oder so kann man die auch nochmal benutzen, bevor man sie jetzt wegwirft. Die Außenwände auf allen Etagen müssen fertig werden, sodass die Putzer mit der Arbeit beginnen können. Die Zeit drängt. Noch vor dem feuchten Herbstwetter soll das Stroh mit Lehm und Kalk verputzt werden. Dirk Schame hat sein erstes Strohhaus im Selbstversuch gebaut, vor 20 Jahren. Seitdem beschäftigt ihn Stroh als Baustoff. Ach, da haben wir ja genau die Knacke. Ja, 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 ja. Irgendwas ist immer im Weg. Irgendwas ist immer. Gerüst oder Knacke oder Innenwand. Kriegst du das immer da mit der Hand alleine raus oder habt ihr eben was abgeknabbert da mit irgendeinem Werkzeug? Na, manchmal mit dem Cutter ein bisschen. Ach so, Cutter hast du gerade gemacht. Ja, aber du kannst es auch meistens mit der Hand. Es hängt ein bisschen an, wie der Stroh da drin ist. Ja. So, ein großes Flutschief erst noch. Auf dem Demeterhof in Heiningen pumpt Theo die noch warme Milch von der Wiese in den Edelstahltank. Der Hof ist seit über 200 Jahren ein Familienbetrieb. In der kleinen Molkerei kümmert sich Theo dann um den Käse. In jedem Laib steckt Sorgfalt und Tradition. Unter Kennern ist der Käse aus Heiningen eine gefragte Delikatesse. Wir vermarkten die Milch komplett selber hier bei uns in der Region. Und die Leute schätzen natürlich, dass wir eben die Tiere auf der Weide haben und dass wir dann mit per Handarbeit im Prinzip die Milch hier verarbeiten. Nebenan füllt Theos Vater Andreas Degener die Milch in Flaschen ab. Er
hat schon 30 Jahre Erfahrung mit der Milch direkt von der Weide. Ja, also es ist so, dass irgendwie die Milch ja insgesamt sehr, sehr gehaltvoll ist. Also klar ist es so, dass auch die Milch im Winter gut schmeckt, aber irgendwie die Wintermilch hat eben halt dann auch teilweise Silagegeschmack oder irgendwie eben das Heu irgendwie hat ja auch meistens irgendeine Art von Wirkung auf die Milch. Und wir haben jetzt irgendwie Verhältnisse, wo man wirklich das Grünland irgendwie im Prinzip die Blumen schmecken kann. Und das ist schon sehr lecker irgendwie auch. Um den besonderen Geschmack zu erhalten, wird die Milch nur kurz erwärmt und als Rohmilch direkt aus der Molkerei im Hofladen verkauft. Die Molke, die beim Käsen übrig bleibt, wird in großen Betrieben zu Molkepulver weiterverarbeitet. Molke enthält viele Mineralstoffe und Vitamine und ist ein gefragter Rohstoff für Lebensmittel, Kosmetik oder Nahrungsergänzungsmittel. Auf dem Demeterhof bringt Theo sie zu den Kälbern. Die leben mit ihren Ammen, Kühen auf der kleinen Hofwiese. Theo und Frieda versuchen, möglichst alles zu verwerten und nur wenig dazu zu kaufen. Es ist so, dass eben Molke relativ hochwertiges Futtermittel ist, dadurch, dass relativ viel Eiweiß drin ist. Und auch die Kühe können das gut verwerten. Dürfen halt nicht zu viel davon trinken, aber eigentlich machen wir es nicht. So haben wir auch da einen Kreislauf. Genau. Ohne Kälber keine Milch. In anderen Milchbetrieben werden die Kleinen von ihren Müttern getrennt und mit Ersatzmilch aufgezogen. Bei Theo und Frieda sollen auch die Kälber eine Familie haben und mit Artgenossen aufwachsen. Das sind jetzt 3 Kühe aus unserer Milchviehherde, die wir dieses Jahr als Amm genommen haben. Jede Kuh hat also ihr eigenes Kalb und noch 2 weitere Kälber, die sie tränkt. Und da haben wir noch hinterm Stall noch eine andere Gruppe mit ein paar Kühen und Kälbern. Und so haben wir das jetzt dieses Jahr gemacht. Die Strohballenwände im Lüneburger Haus Anna sind endlich fertig. Ja, das ist richtig schön dicht und gleichmäßig drin und sehr schön eben. Ich bin total zufrieden mit den eigentlichen Arbeiten Holz und Stroh. Und es gibt aber eben viele, viele einzelne Handwerker hier, die untereinander koordiniert werden müssen, Arbeitsschritte. Da bin ich nicht ganz zufrieden, weil es einfach wahnsinnig viel ist. Also es ist aber die Qualität und so wie es jetzt wird, ist richtig gut. Haus 2, genannt Blume, befindet sich noch im Holzbau. Alle beteiligten Gewerke haben zwar Erfahrung beim Bauen mit Holz, Stroh und Lehm. In dieser neuen Größenordnung aber fehlt dem Team die Routine. Bauen ist eigentlich ein totales Gewohnheitsding. Und wenn neue Sachen kommen, dann muss man sehr viel Respekt davor haben, was das bedeutet für das Wissen der Handwerker, für die Arbeitsschritte. Und da denkt man normalerweise nicht dran im Bauen. Für alle ist das normal. Aber wenn man was Neues macht, dann fällt es plötzlich auf. Michael Rösler bringt die erste Schicht Lehm in Wohnung 3 im Obergeschoss auf die Wände. Innen werden alle Wohneinheiten mit Lehm verputzt. Lehm ist in der Lage, Luftfeuchtigkeit zu regulieren, Schall zu dämmen, Wärme zu speichern und Gerüche zu absorbieren. Es ist erstmal viel schöner als mit anderen Putz. Und wir haben jetzt gerade im Strohballenbau ein relativ hohes Zeitfenster. Weil Lehm nur trocknet und dadurch fest wird. Und nicht wie zum Beispiel ein zementärer Putz durch eine chemische Reaktion sich umwandelt. Das ist der Vorteil beim Lehm, dass das immer reversibel ist. Also ich kann den immer wieder nass machen und somit verarbeitbar machen. Und das kommt mir jetzt bei dem Strohball sehr zugute.
Okay. Bauen mit Lehm, das ist seit mehr als 9000 Jahren bekannt. Noch heute lebt etwa ein Drittel der Weltbevölkerung in Lehmhäusern. Bei uns sind Putzer wie Michael Rösler, der auf jede Wand 3 Lagen Lehm bringt, gefragte Experten. Also vom Prinzip her könnte das tatsächlich jeder, der das mal gelernt hat, könnte diese Art Putz verarbeiten. Aber komischerweise trauen sich nicht so viele dran. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Wir sind relativ gut gebucht. Das ist wirklich so. Aber auch nicht schlimm. Ich kann mit keinem anderen Putzer so mit der Hand einfach von der Kelle wischen, ohne Angst zu haben, dass mir meine Haut wegätzt. Und das ist doch toll. Wenn die 3 Schichten getrocknet sind, können die Bewohner entscheiden, ob sie ihre Lehmwände pur lassen oder ihnen noch eine Farbe verpassen. Meiner Meinung nach ist das für den Bewohner und auch fürs Haus das Beste, was passieren kann. Ist so ein gesunder Putz. Ja, das muss sich jeder für sich aber selber überlegen. Wir sind nicht in der Lage, Leute zu überreden. Die Leute kommen meistens von selbst drauf, dass sie gesünder leben wollen. Ja. Und das ist ein Umdenken in den letzten Jahren. Ich glaube, das wird auch immer mehr. Gerade junge Familien, habe ich das Gefühl, machen sich oft Gedanken, wie sie ihr Leben verbringen wollen. Und da gehört auch ein gesundes Wohnen mit dazu. Bei Theo Degener in Heiningen läuft es nicht gut. Schon seit Wochen fällt kein Tropfen Regen. Die Kühe finden auf der Weide nichts mehr zu fressen. Wir haben jetzt hier die Grasnarbe. Ist auch nicht mehr viel übrig geblieben. Also hier, wo hier was liegt zum Beispiel, ist dann auch hier unten alles trocken. Also für die Zukunft bedeutet das, wenn wir jetzt das wiederholt in den nächsten Jahren haben werden, dass wir hier wirklich kein Wasser im Sommer kriegen, dann müssen wir hier eine Beregnung installieren. Dafür habe ich auch schon Pläne, aber es sind eben Kostenfragen und Überlegungen, wie das dann in den nächsten Jahren überhaupt dann wieder finanziert werden kann. 6 Wochen früher als sonst werden die Kühe heute zurück in den Stall getrieben. In ein paar Stunden ist die Weidemilchsaison für dieses Jahr vorbei. Stopp, morgen. Hallo, Theo. Na? Schüler der Waldorfschule Braunschweig wollen beim Weideabtrieb helfen. Schön. Sind wir alle? Genau, also wir wollen heute die Kühe jetzt von hier in den Stall bringen. In ungefähr 2,3 Kilometer. Genau. Genau, und ihr müsst schauen, dass ihr eben, wenn die Kühe vom Weg abweichen, sie wieder auf den Weg zurückbringen. Und ich glaube, das schafft ihr alle. Ich habe schon gesagt, wichtig ist, eigentlich dürft ihr eher unsichtbar, wo stehen die Kühe laufen. Ne, und nicht so nah an dem Weg dran stehen, wo die Kühe langlaufen sollen. Weil dann rennen sie hinter euch lang oder drehen wieder um. Das sollen sie ja nicht, sondern eher vom Weg ein bisschen weg. Und nur falls sie den Weg verlassen wollen, dann macht ihr einen Schritt drauf zu und dann laufen wir schon weiter. Ihr braucht aber nicht irgendwie ziehen, streicheln, irgendwas. Die laufen an euch eigentlich dann vorbei. Sozusagen den kompletten Sommer auf der Weide. Sie nehmen das komplette. Theo gibt noch eine kurze Einweisung, über welche Wege die Kühe zurück auf den Hof laufen sollen und wie sein Harzer Rotvieh so tickt. Während sich die Schüler an der Strecke verteilen, treibt Theo die Kühe schon mal in Richtung Weidegatter. 2 Kilometer Fußmarsch mit dem kleinen Gabriel auf dem Rücken. Das ist Theo aber doch zu heikel. Sonst sind alle schon breit. Sonst könnten wir loslegen. Aber vielleicht auch einen Trecker mitnehmen? Lass mal probieren. Ich finde Trecker ja immer schön. Ja, du musst ihn aber hinter dich hinter auf den Sitz setzen. Ne? Hinter mir auf den Sitz? Ja. Du musst ein bisschen vor. Auf dem Schoß ist doch besser. Dann fahren wir mal runter, oder? Dass die hier
nicht in Gang kommen, ne? Die Langeweile haben. Der Trecker vorneweg, dann die Kühe und Theo als Schlusslicht. So sieht das grobe Vorhaben für heute aus. Eigentlich Routine, denn die Tiere kennen den Weg seit Jahren. Die Schüler am Wegesrand sollen verhindern, dass unterwegs eine Kuh verloren geht. Soweit der Plan. Komm raus da! Das ist doch so anstrengend da drin. Los jetzt, raus da! Einfach hinterherlaufen. Holla, raus aus dem Busch. Vorwärts, vorwärts. Vorwärts. Nee, geht mal noch einen Schritt zurück, 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 zurück. Zurückgehen, weiter zurück, weiter zurück. Ja, super, auf jeden Fall. Los jetzt, vorwärts. Margarete kommt als Letzte auf den Hof, aber mit besonderem Begleitservice. Nicht so schnell, ein bisschen dahinter bleiben. Perfekt. Also das Tempo ist normal, wir müssen ja schauen, einfach schauen, dass die Kühe eben aufschließen und damit die dann auch aufschließen, muss man einfach hinten richtig Druck machen. Und genau. Und dann muss man einfach immer Gas geben. Obwohl die Harzer Kühe mit kargem Futter gut zurechtkommen, alle 30 Milchkühe sind dünn geworden und geben gerade noch mal 10 Liter Milch am Tag. Auch das robuste Rotvieh braucht jetzt erstmal Heu satt. Zum Glück hat Theo noch Futterreserven aus dem vergangenen Jahr. Wegen der Dürre konnte in diesem Sommer kaum jemand Heu ernten und die Preise sind so hoch wie nie. Bleibt zu hoffen, dass Theos Heu jetzt noch bis zur nächsten Weidesaison reicht. Drei Monate später hat das erste Haus in Lüneburg endlich seinen Außenputz aus Kalk. Damit sind Holz und Stroh bald wetterfest. Allerdings braucht dieser Putz recht lange, bis er richtig trocken ist. Darum bleibt die Schutzhülle noch eine Weile am Gebäude. Dirk Schamers Großprojekt ist fast abgeschlossen. Ja, genau, der Putz ist drauf. Die letzte Schicht ist da und die Rundungen sind richtig schön zu sehen. Und die Oberfläche, dass die so schön grob ist, das ist einfach toll. Kann mich selber gar nicht satt sehen. Ist jemand über mir. Ja, genau. Hier haben wir eben diesen runden Wandkopf, der das Ganze so aus dieser ganz weit gerundeten Fassade noch mal in so ein Ende bringt. Hier ist Stroh drunter. Das glaubt man gar nicht, ne? Wenn das man da so gegenklopft, denkt man nicht, dass da einfach nur Stroh drunter ist. Das war Dirk Schamer wichtig. Innen und außen natürliche Materialien. In der Baubranche sind solche Fassaden eine Rarität. In vielen Fällen klebt Styropor außen an der Wand.
Nur, dass die neuerdings die Styroporfassaden mit Riemchen bekleben, also mit Ziegeln. Das sieht aus wie ein Ziegelgebäude. Also alle Neubauten, die hier stehen, die Ziegel sind, sind gar keine Ziegelgebäude, sondern da ist so viel Styropor drauf, mit wie Fliesen außen drauf geklebt. Komplett dampfdicht die Außenwand. Und das ist eher mehr geworden. Dirk hat heute einen Besichtigungstermin im Rohbau. Wiebke und Stefan Klaus Kröger wollen einen Blick in ihre neue Wohnung werfen. Jetzt geht das hier rein, oder? Ja, gucken wir mal rein. Da brauche ich deine Hand als Stütze. Ja. Weiß ich nicht, wir gehen erstmal. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Aha. Steckdosen schon. Toll. Super. Können wir schon bald einziehen? Ja, schon bald einziehen, genau. Herrlich. Ist das schon die zweite Lage? Genau, das ist jetzt die Gewebelage, die zweite Lage. Und dann kommt da noch der Oberputz drauf. Und die Rundungen, die ziehen wir eben nachträglich, weil die Fenster jetzt ja erst später kamen. Ne? Ja. Fenster sind drin. Und dann kriegt ihr die schöne Rundung. Ja, die große Rundung. Die große Rundung. Ja, das passt auch gut zum Stil hier. Das ist gut. Wiebke und Stefan ziehen aus Husum nach Lüneburg, wo ihre Kinder und 10 Enkelkinder leben. Auf 110 Quadratmetern wollen sie in dem Mehrgenerationenprojekt ein neues Leben beginnen. Ja. Schön, wunderschön. Ich merke, mein Herz klopft. So weit fertig haben wir es ja noch nicht gesehen. Es waren keine Fenster drin, die Balken sind neu. Ja, es ist einfach schon wohnzimmerig. Ja, ich finde das großartig, die Idee, mit Stroh zu dämmen und eigentlich ja herkömmlich wieder zu bauen und nicht mit diesen modernen Plastik-, Styropor-Baumaterialien. Ich finde das wunderbar. Richtig schön. Und wir versprechen uns auch davon, dass einfach das besser atmet und ein schöneres Raumklima sein wird. Ja, dann erzählt mir doch mal, wie habt ihr eigentlich eure Küche geplant? Denn ich habe irgendwie so lange nicht mehr auf die Grundrisse geguckt und weiß auch gar nicht, ob die euren Vorstellungen entsprechen oder ob ihr die anders verändert. Hier ist erstmal Esszimmer, ne? Esszimmer. Genau, dazwischen. Und Tisch dann hier dran oder da dran? Nee, hier sollen Tisch und Stühle rumherum und hier soll noch mal eine einfache Trennwand mit Schiebetür rein. Glas oder eine Trennwand mit Schiebetür? Glas, ja. Also eine Trennwand mit, oder ja. Nicht die ganze, nicht komplett verglast, sondern eine Wand mit Schiebetür. Ja, genau, ja. Also mit möglichst viel Lichtdurchlässigkeit. Ne? Das hat ja zuletzt alles Chef angemacht mit euch, diese Gespräche. Da weiß ich zum Teil gar nichts von. Naja, und dann kommen hier die Armaturen und. Küchenmäßig? Einmal nur so oder geht ihr noch einmal da? So, nee, und dann wollten wir hier noch einen, einen Schrank hinmachen. Ja? Ja. Jetzt sind nur noch die kleinen individuellen Entscheidungen zu treffen. Bis hierher war es für Bauherren und Architekten ein anstrengendes Stück Weg. Jedes Material, jede Farbe, jede Form wurde in der großen Baugruppe diskutiert, bevor es in der Planung und Umsetzung weitergehen konnte. Ja, gerade gestern mit dem Volker gesprochen und meinte, wir haben insgesamt die Wohnung zu groß gemacht und so. Weil irgendwie, so für den Durchschnittsverkauf, ne? Also jetzt jedenfalls, was diese, dieses Reihenhaus da hinten und so. Ich finde es genau richtig, denn jetzt haben wir schon 7 Familien und eine Wohnung noch für eine Familie. Und die ist auch ideal für eine Familie. Und da werden wir noch eine Familie finden. Und dann stimmt auch das ganze Verhältnis von jung und alt. Und jetzt haben wir 11 Kinder, 2 kommen noch nächstes Jahr, die sind schon unterwegs. Also super, was wollen wir mehr? Ich finde, Strohholz und Lehm haben sich bewährt auf dieser Baustelle. Also wir haben gezeigt, dass wir auch groß bauen können damit, dass wir auch eine, nicht nur hoch, also dreigeschossig, ist ja noch nicht so hoch, aber eben ein großes Projekt machen können, dass wir das mitten in der Stadt machen können, mit vielen neuen Firmen bauen können und die Sympathie, die aufzubauen ist oder die Menschen empfinden zu den Holzflächen, zu den Lehmflächen innen drinne, zum Stroh, wenn es eingebaut ist, ist überall zu sehen. Also wenn wer kommt, dann ist das eigentlich immer ein A und ein O. Und für mich geht das auch so weiter. Und vor allen Dingen muss ich sagen, den Kalkputz auf der Außenseite, wie wir das jetzt bei dem anderen Gebäude schon sichtbar haben außen, das gefällt mir selber sehr gut. Also da geht mein Herz am meisten auf.
Und so plant Dirk Schamer auch schon das nächste große Haus aus Holz, Stroh und Lehm. In Butjadingen leben die Kühe statt im Stall nun verstreut auf 400 Hektar Weiden rund um den Hof Sewans. Jan-Dirk Habers hat Glück. Alle Tiere haben die Umstellung gut überstanden und geben noch immer viel Milch. Wie seine Tiere ist er jetzt viel an der frischen Luft und durch die Bewässerung der Weiden über die Weser können seine Kühe wohl noch ein paar Wochen grünes Gras fressen. Und ein kleines bisschen ruhiger läuft der Betrieb schon jetzt. Ich kenne es ja noch von früher. Also es war einfach schön zu sehen, dass die Kühe jetzt wieder draußen viel laufen können. Also wir fühlen uns auch wohler, meine Frau und ich und die Kühe auch. Und das ist so das Fazit. Also bis jetzt haben wir nichts bereut, wir würden es immer wieder machen. Daran ändern auch die vielen Stunden nichts, die Habers nun damit beschäftigt ist, seine Kühe zweimal täglich von den Weiden zum Melkstand auf den Hof zu treiben. In Bad Pyrmont kann Förster Philipp Klapper jetzt Bilanz ziehen und entscheiden, ob man hier nun wieder öfter Pferde im Wald sieht. Heute früh ist der Förster beim Auszeichnen. Mit jedem Farbzeichen entscheidet er, wie sein Wald in Zukunft aussehen soll. Die rot markierten Bäume werden in den nächsten Wochen gefällt. Und auch hier sollen wieder Pferde und nicht Maschinen das Holz aus dem Wald schaffen. Das Experiment ist gut gelaufen. Auch dahingehend positiv, dass es nicht wesentlich teurer war, als wenn wir maschinell mit der Maschine rücken. Dazu natürlich aber schonender für den verbleibenden Bestand, für die Bäume, die geschont und geschützt werden sollen. Und von daher wollen wir also da eine weitere Zusammenarbeit in der Zukunft anstreben und gucken, dass wir da ein bisschen mehr miteinander machen. Und insofern fühlen wir uns da eigentlich fit für die Zukunft. Nicht immer ist der Mensch nur mit immer größeren Maßstäben und Maschinen auf Zukunftskurs. Wir haben Menschen getroffen, die anpacken und mutig einen Blick zurückwerfen, altes Wissen bewahren und die Zukunft so einfach ein kleines bisschen lebenswerter machen.